aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ETS 2 hier auf meinem Kanal. Und wir wollen mal sehen, dass wir unsere Fahrt fortsetzen. Mal blinken, lässt man uns rein? Nein, natürlich nicht. Wow. Ja, der hat auch nur gebremst, weil er musste. Okay. So, Aufzeichnungstag Sonntag. Schautag, Montag und nachfolgende natürlich. So, ich komme wie jeden Sonntag üblich gerade vom Friedhof. Wir haben gestern wieder ordentlich Kilometer dazu gewonnen, weil mal wieder eine Straße versperrt war, wo ich dann gesagt habe, naja, wenn das so weitergeht, werden wir nie ankommen. Wir schauen mal, was uns heute blüht. So. Was haben wir überhaupt drauf? Glasscheiben. Bis jetzt waren sie noch heile, ne? Oder wie war das? Und ich bin gespannt, ob wir zweimal Umleitung, ob wir jetzt noch pünktlich sind. Ganz ehrlich. Deswegen werden wir uns jetzt auch ein bisschen sputen. Ja, entschuldigt mich, dass ich mich im der letzten Videos versprochen habe, was das Update-Pack angeht. Das war nicht Schuch, sondern Schoch. Kommt, wenn man noch nicht ganz wach ist und Videos drehen will. Ui, das war knapp, wa? Bisschen arg die Kurve geschnitten, würde ich sagen. Aber wir müssen Gas geben, das hilft alles nichts. Und das werden wir in dieser Folge auch dann tatsächlich schaffen. Wir haben erst 3 Minuten weg. Das ist perfekt. Sprach's und sah die nächste Umleitung. Nee, so weit wird es hoffentlich nicht kommen. Tempomat rein. Und hoffen, dass wir nicht noch 140 Kilometer hinter dem herdackeln müssen. Das ginge gar nicht. Alter, ich bin noch so müde. Warum stehe ich um drei Teufelsnamen sonntags morgens so früh auf? Ja, weil ich früh auf dem Friedhof werden will, genau, Alter. Weil ich morgens früh auf dem Friedhof sein will. Unser Kunde erwartet die Lieferung sehr bald, ja. Das sag nicht mir. Für die Umleitung können wir nichts, aber offensichtlich sind wir bis jetzt noch nicht zu spät. Noch nicht. Ich muss irgendwie sehen, dass ich an dem vorbeikomme, dass wir wieder Fahrt aufnehmen können. Mir ist scheißegal, ob hier 70 ist oder nicht. Das finde ich ja jetzt interessant. Ich hatte zwischendurch ein bisschen Gas gegeben. Und jetzt hat er automatisch den Tempomaten wieder drin. Das ist neu. Das war sonst nicht.
Ja, mein Freund, aber ich werde jetzt nicht die letzten Kilometer noch schlafen. Das lassen wir mal bleiben. So. Das haben wir geschafft. Das haben wir geschafft, wa? Ist hier denn jetzt Mautstation oder was? Ich dachte, hier wäre jetzt ein Hallo. Warum macht ihr dieses verfluchte Tor nicht auf? Ja, super. Helden der Arbeit, ey. Ganz ehrlich, wofür habt ihr den Trigger da? Ja, toll. Unkonzentriert rückwärts rausgefahren, ich weiß. Ich höre schon wieder die Kommentare. Kannst du kein LKW fahren? Nee, offensichtlich gerade nicht. Alter, das ist doch Käse hier, mal ganz ehrlich. Der hat nachlenkbare lenkbare Achsen. Das ist der. Okay. Jetzt weiß ich auch, wo mein Problem liegt. Dass er nämlich fein in die Richtung lenkt, wo ich nicht hinlenke. Ach, die geht hoch. Idioten. Ein Stück wird rausgeschnitten. Dass das bloß keiner sieht. Was jetzt schon wieder? SCS, von euch waren wir auch schon mal bessere Qualität gewohnt, was die Map anging. Mensch, Mensch. Muss ich mich erst wieder aufregen? Gestern die Birne gestoßen. Ich glaube, das merkt man noch. Es war einmal zu viel. Ist doch mehr kaputt gegangen als erwartet, du. Wir ziehen das jetzt durch hier, ne? 58 Kilometer ist nicht mehr so weit. Das kriegen wir hin. Vielleicht kassieren wir noch ein Bußgeld.
Ich werde müde, ja. Warum habe ich jetzt eigentlich die ganze Zeit geschwiegen? Weiß auch keiner, ne? Warum schaltest du so oft, Mann? Ich dachte, das Ding geht schon wieder nicht auf. Dann wäre ich aber irre geworden. Ich musste mal eben gucken, ob meine Katze mal wieder auf dem Tisch sitzt. Das hörte sich so ein bisschen verdächtig an. Du ziehst auch einfach rüber, wa? Ohne Rücksicht auf Verluste. Guck mal hier. Alter. So, 25 Kilometer, ich weiß, dass ich müde werde. Was soll ich tun? Was soll ich, das fahren wir jetzt zu Ende hier. 12 Minuten haben wir weg. Passt. Passt perfekt. Was? Kann gar nicht sein. Ich fahre nie zu schnell. Habe ich dem doch glatt die Vorfahrt. Mach doch mal den Scheiß weg, dass ich weiß, wo ich lang muss, Mensch. Jetzt habe ich dem doch glatt die Vorfahrt genommen. Ist unglaublich. Aber ich kann schon mal sagen, Däumchen wären Träumchen, Abo noch viel schöner. Schaut drauf mal auf meinen Twitch-Kanal vorbei. Da gibt es dann ab und zu mal Livestreams. Jetzt in letzter Zeit habe ich das ein bisschen vernachlässigt, muss ich zugeben. Aber da kriegen wir bestimmt mal wieder was hin. Lass mich rein. Dankeschön. Ja, rote Ampel zum Schluss. Das kann sich doch noch sehen lassen, wa? Ja, ich weiß. Aber was soll ich tun? Bin auch noch nicht überzeugt, dass wir in diesem Rutsch da durchkommen. Mir klar, das war mir so klar. Ich wäre durchgefahren. Eiskalt. Eiskalt. Wer hätte ich das gemacht?
Ich weiß nicht, warum man auf den letzten Metern dann immer noch rote Ampeln haben muss, so ganz ehrlich. Nee, wir fahren nicht hier rein, wir fahren einen weiter. Hier bei FCP, da fahren wir rein. Aber ich werde mir jetzt nicht die Mühe machen, hier zu parken. Wir haben keine Zeit. So, in diesem Sinne würde ich sagen, das war's für heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge, sprich morgen früh gesund und munter wieder. Und hab bis dahin noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüssi.